herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen lieben Gast bei mir und zwar den Dennis. Genau. Und ich freue mich so auf dieses Video. Ich habe das letztens bei einer anderen YouTuberin gesehen und fand die Idee an sich ganz cool. Und zwar drehen wir heute Fake versus Original. Also teuer versus günstig. Original. Ja, Fake kannst du ja auch nicht sagen, ist ja kein Fake. Richtig, also teuer versus günstig drehen wir heute. Und mal schauen, wer von uns besser ist und wer besser erraten kann, was das teure ist und was das günstige ist. Genau. Da sehen wir einen Luxus-Piep. Ecke. Wir sind beide auch noch ein bisschen krank, also nicht wundern, wenn ab und zu mal die Stimme versagt oder wir klingen wie eine Ente, wie ich gerade. Oder ein Hüsterchen rauskommt. Richtig, nehmt uns das bitte nicht allzu krumm. Und genau. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video und viel Spaß. So, und zwar haben wir sie da. Wir haben ja hier verschiedene Produkte. Wir tun sie auch mal auswiegen. So mal, wenn wir schon mal dabei sind. Ob da wirklich genauso viel drin ist, wie auch drauf steht. Dazu haben wir hier auch so eine schöne Schale. Ja, die ist dann hier austariert, sodass er praktisch in die Waage anzeigt mit Schale 0 Gramm. Richtig. Und dann kicken wir mal. So, dann fangen wir an, würde ich sagen. Mit dem ersten Produkt? Dann war der erste Produkt. Die war ja eigentlich. Die wollen wir das. Na ja, so, hier steht 500 Gramm, okay. Bei mir steht 300 Gramm. Also, wir haben jetzt einmal für euch Snickers. Einmal das teure. Und einmal das günstige. Genau. Von ja. Richtig. Also das Problem war, als ich einkaufen war, gab es das nicht als Einzelpackung, sondern nur in diesem Mix. Heißt, wir müssen mal schauen. Oh, ich staune. Also bei der Packung hier, bei dem günstigen, steht 500 Gramm drauf. Genau, hier unten. Und auf der Schale steht jetzt, also auf der Waage so rum, 534 Gramm. Also sogar mehr. Hätte ich wenn jetzt mal einen rausnehme, sind es immer noch 511. Warte. Nee, jetzt sind es weniger. Okay. Also schon, okay. Ist schon gut einer mehr drin. Ja. So, und jetzt probieren wir mal die teureren. Genau. Soll ich die auspacken? Ja, ne? Ja, klar. So. Sind jetzt pack aus und komm rein. 300 Gramm steht drauf. Oh, oh. Oh! 303 Gramm. Also auch. Ganz knapp. Also ein Riegel soll angeblich 50 Gramm sein. Ich pack mal jetzt nur einen rein. Einer hat 50 Gramm. Perfekt, mach mal die nächsten. 52. Da hilft mehr Schokolade zu holen. Also beides noch, schon mal also meiner sogar, Meinung nach. Sogar mehr drin, als draufsteht. Völlig in Ordnung. Ja, und jetzt werden wir das, also nicht wir, sondern hinter der Kamera, der liebe nette Mann wird das jetzt präparieren. Und uns in zwei Schälchen bringen und extra so schneiden, dass wir nicht erkennen können, was das teure, was das günstige ist. Genau. Und wenn es dann vor der Kamera für euch testen. So, wir haben jetzt hier zwei Schüsselchen mit jeweils den Stücken drin von dem Snickers und dem Schoko-Erdnussriegel. Nenne ich jetzt einfach mal so. Heißt das nicht sogar so? Eine Mini-Erdnuss, glaube ich, heißt das irgendwie so. Und wir werden jetzt gleichzeitig testen und schauen, ob wir erraten können, was das teure und was das günstige ist. Gibt's zuerst. Genau, wir nehmen, ich mach mal so, nehmen jetzt die als erstes. Wir haben übrigens unter dem, wo es original ist, einen schwarzen Punkt drunter. Genau. Wo wir dann wissen, okay, welches ist jetzt das Original gewesen und welches war jetzt die günstige. Ach, das Original sei schon. Das teurere. Aber ich mach mal, zeig euch das mal so. Günstig und teuer. Wenn man es sieht, ich weiß nicht, ich finde, es sieht eigentlich fast gleich aus. Na, bei dem ist ein bisschen bräunlicher, der geht so in Richtung Dunkles. Ja, aber finde innen, guck mal, innen sieht so fast gleich aus. Die haben extrem viele Nüsse drin. Das ist beide. Ist ekelhaft, ich hasse Nüsse. Okay, los, komm. Ich finde das. Okay, na dann, Stößchen. Mhm. Ich bin eigentlich ein Snickers-Freak. Ich liebe Snickers. Jetzt sagt ihr nicht zu? Nicht wirklich. Ich esse nicht gerne Snickers, aber es schmeckt auf jeden Fall wie Snickers schon mal. So, wir tauschen jetzt den anderen. Genau. Ja. Das ist Snickers. Das Original. Also,
Na? Ich bin Snickers Freak. Das ist jetzt nicht das Original des fressigen Besen. Pass auf, das ist fester, das ist weicher. Das Karamell schmeckt hier viel, viel besser. Und hier ist noch günstiger. Hier ist noch irgendein andere karamellhaltige. Irgendwas noch mehr drin. Okay, wir gucken. Also, wir sagen, das zweite ist das Original. Ja. Und da ist der Punkt. Heißt. Huch! Wir haben richtig geraten. Ich liebe Snickers. Also, 1-1. Und hier ist dann, das, ne? Das ist nicht original, das ist kein Schwarzer. Da ist kein Punkt drauf. So. Also, dann geht's zum nächsten. Unser zweites Produkt sind Erdnüsse. Nee, Erdnussflips. Mensch, jetzt werde ich schon voll durcheinander. Erdnussflips. Ich wollte gerade sagen, das sind Erdnussflips. Und ich muss dazu sagen, ich liebe auch Erdnussflips. Ich nicht. Und ich bin ehrlich, ich wäre echt enttäuscht, wenn ich nicht erkennen würde, welches das Original und welches das welches das günstige und welches das teure ist. Also kann ich sagen, ich bin immer günstiger. Echt? Weil ich muss ja nicht essen. Mir schmeckt das günstige nicht. So, und wie wir es eben auch gemacht haben, Schüssel, Frage. Oh, jetzt hat fast geklappt. Warte, jetzt tarif noch, jetzt kannst du die Schüssel runter. Und wir werden jetzt auswiegen. Richtig, wir fangen mal diesmal also, mit dem teuren an. Wie viel hast du, wie viel Gramm stehen drauf? Also auf der Packung stehen 225 Gramm. Oh, das ist ja krass. Bei mir sind es 200 Gramm. Aber die ist auch kleiner. Ja, aber ich sag mal. Obwohl. Nee, die schmaler nur. So, also ich öffne die jetzt. Ich habe sogar ordentlich geschafft. Oh, ich bin ein Profi. Ich öffne meine Hochschuhe. So, und werde es jetzt in die Schüssel kippen und mal sehen, wie viel Gramm wirklich drin sind. Genau. Es wird eng. Es wird eng. Oh, schade. Ah, nee. Oh, das ist aber. Es sind genau 225 Gramm laut Waage. Es ist also wirklich schwach. Also es ist aber richtig. Ja. Es gibt 225 Gramm dran. Aber wirklich. Dann erwarte ich auch, dass du der viel eine, du hast den nein, einen. Das groß waren drei. Also es waren drei Stück. Ja. Krass, ey. Da werden bestimmt irgendwelche Frauen sitzen, die den einzeln abzählen, bis es denn die Grammzahl gibt. Und nun wiegen wir das günstige Produkt ab. Genau. Erst auf der Packung stehen 200. Genau. 200 Gramm. Also es sind schon mal 25 weniger als beim teuren. Jetzt wollen wir noch mal schauen, wie viel wirklich drin ist. Oh. Guck mal in die Packung rein. Bei mir habe ich nämlich auch unten welche festgehalten. Nein. 200. Es ist komplett. Oh! Ja. Aber es waren gerade eben 198. Ich habe noch ein bisschen Luft reingefüllt. Pass auf. Wird gleich mehr. Also auch richtig, wie auf der Verpackung steht, 200 Gramm. Yes. Wahnsinn. Okay. Gut. Und jetzt geht's ans Probieren. Kosten. So, wir haben unsere Schälchen. So. Genau, einmal hier und einmal da. Und vom Aussehen, Dennis sagt, die sehen nicht gleich aus. Nein, das, man sieht's. Okay, ja, die sind kleiner. Kleiner und die sind dicker. Aber nun weiß ich jetzt nicht, sind die teuren kleiner oder sind die günstigen kleiner? Vom Aussehen würde ich jetzt, darf ich schon mal aussehen sagen? Ja, kannst du sagen. Ich sag vom Aussehen, das sind die Erdnussflips. Die Erdnussflips? Ja, die. Die teureren? Genau, die teuren. Das war auch mein erster Gedanke. Das sind die teuren und das sind die günstigen. Also, wir werden testen. Fangen wir mit dem hier an? Ja, okay. Ja. Ja? Mhm. Also manchmal esse ich die, aber die schmecken mir überhaupt gar nicht. Okay, jetzt die. Obwohl, warte mal. Der Nachgeschmack ist ein bisschen zu doll erdnussig. Ich probiere jetzt mal die kleineren, die dünneren, mal gucken. Boah, ist nicht schwer. Die schmecken fast identisch gerade. Pass auf, da ich immer nur die günstigen hole. Und die schmecken wie die günstigen. Die hier. Sind das die günstigen? Ich sag, das sind die Originalen. Jetzt nach dem Essen, die kleinen sind die Originalen. Das sind die Günstchen. Glaubst du? Ich glaube es. Okay, 3, 2, 1. Ha! Es sind die teuren! Das hätte ich nicht gedacht. Hier, der Beweis, hier ist kein Punkt drunter. Das ist ja irre. Weil die auch so klein sind und die sind so groß und ich hole immer nur die günstigen, aber die schmecken mir besser. Mhm, deswegen, ich bin der Atmosphäre-Profi. Okay, vom Aussehen habe ich verloren. Vom Aussehen. Naja. Aber vom Geschmack her dann? Du hast gleich gesagt, das sind die
Teuren. Aber beim ersten Essen. Weiß mal, erstmal ab und kau einfach mal. Schmecken die am Anfang wie die? Ich finde aber, die schmecken besser. Hm? Sind die teuren? Ist unfassbar. Holen wir mal die teuren. So, wir gehen jetzt über zum nächsten Produkt, würde ich sagen. Richtig, und diesmal ist es was zu trinken. Wie soll es auch anders sein? Einmal teure und einmal günstige Cola. Immer wieder, ja, Cola. Also vom Aussehen sehen die schon mal... Ja, schwarz. Passt gleich aus. Was willst du anders da drin kippen? Also. Und ja, ich würde sagen, wir testen jetzt einfach. Also übrigens, auswiegen, meine lieben Leute, macht sie schlecht. Ja. Ich gehe davon aus, hier steht 1,5 Liter, das wird auch so etwa drin sein. Ja. Wird irgendwie hinhauen. Die werden das jetzt nicht auswiegen, weil bei den Tütenprodukten ist es schon interessanter, die ganze Nummer. Ja. Ne? So, also, dann geht's los. Wir haben jetzt unsere Gläser. Immer irgendwie günstig und immer irgendwie teuer. Richtig. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir kosten jetzt einfach, weil ich habe so einen Durst. Ja, stimmt, weil die ganzen trockenen Flips, die wir gegessen haben. Welches nehmen wir als erstes? Das ist jetzt ja einfach das Rechte. Ja. Na, ne? Prösterchen. Also, Stößchen. Ja, lecker. Okay, dann nehmen wir mal das andere. Stößchen. Okay, also das erste ist die teure Cola. Also die Du sagst, die rechte ist die, also dein rechtes ist das Original. Ja, also die teure. Die, das hier. Das, was wir beide als erstes hatten. Findest du? Ja. Wir hatten es ja beide auf rechts. Doch, die hat einen anderen. Also ich sag, das ist das Teure. Das Erste. Ja, oh, ich bin zwiegespalten. Achso, und jetzt, der Punkt ist nämlich wieder unterm Glas. Also ihr könnt Glas schlecht umdrehen jetzt. Richtig, heißt, wir müssen jetzt austrinken. Das Glas, was wir denken, was das Teure ist. Ja, Bock. Ich sehe meinen Bock. Ich denke, wo ist der Punkt? Das ist eine Verarsche, ich habe keinen Punkt. Kacken. Wo denn? Ja, okay, das ist echt schwer zu erkennen. Also ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe einen Punkt drunter. Ich sehe es nicht. Und trink doch mal jetzt aus. Ich kann nicht austrinken. Ist doch bloß noch ein Schluck jetzt. Also siehst du ihn? Ja, wenn du ihn austrinken würdest, dann sehe ich es bestimmt besser. Da ist er. Ja, na dann. Beide richtig gehabt. Genau. Also steht es jetzt 3-2. Ach, hast du mit dir zählt? Ja. Und wir machen mit dem nächsten Produkt weiter. Genau. Unser nächstes Produkt sind Chips aus der Packung. Ja. Und zwar haben wir einmal hier die teureren. Und ich habe die Stapelchips von, wie soll es auch anders sein? Von, ja. Und ich habe die Chipsletten von Lorenz. Ich wollte eigentlich die von Pringles nehmen, aber die hatten sie leider nicht mehr in Paprika. Also musste ich auf die umsteigen. Und wir werden jetzt wieder Gewicht testen. Genau. Was steht bei dir drauf? 170 Gramm. 175. Oh, was mehr. Na denn, du oder ich? Du fängst mal an. Okay, vorsichtig. Vorsichtig, genau. Bumm. 176 Gramm. Ist übrigens leer, ja? Ein mehr als eigentlich. Jetzt nehmen wir die anderen. Ja, was waren es? 170 Gramm? Ja. Jetzt sind 45. Hab noch welche. 92? Was? Hast du alle drinne? Ja. 100? Also, das ist hier gerade so eine kleine Verarsche. 190. In der Packung steht 170 auf der Packung und auf der Waage schon 159. Echt, das war also sind das 11 Gramm, die fehlen. Und warte, ich nehm einfach mal einen Chips weg. Das sind 2 Gramm für einen Chip. Überleg mal, rechne mal hoch. Ja, ja. Das ist Betrug, Leute. Ich wurde hier um 11 Gramm betrogen. Wir würden sagen, wir testen sie jetzt einfach mal. Das sind gute 5,5 Chips.
die weniger sind. Also das ist schon das ist traurig. Nicht positiv. Aber wir testen jetzt mal und mal sehen, was das Teure und das Günstige ist. Wir haben jetzt unsere Schälchen. Oh, sieht man gar nicht. Mit den Chips drin. Ne? Und werden jetzt kosten und mal schauen, ob wir richtig raten. Mit denen? Ja. Na denn? Stößchen. Die sind würziger. Die sind würzig. So. So, hier. Mann. Na denn? Ich finde, die schmecken besser. Ich sagte, das sind die teuren. Glaubst du? Ja. Ich nehme die anderen. Also ich sage, die ersten, die wir hatten, sind die teuren. Ich sage, die zweiten. Eins, zwei, drei. Ha! Oh! An meiner Schüssel ist ein Punkt. Heißt, ich hab 4 oder 5 Punkte. Vier. Ja. Wie auch immer. Es wird ja irgendwo stehen, richtig. Hier oben, hier unten, hier links zwischen uns, auf Kopf. Ja, aber also mir haben beide nicht geschmeckt. Doch, ich finde die gut. Na, keine Chips. Wir machen mit dem nächsten. Unser nächstes Produkt ist Schokolade. Schoki. Wieso habe ich eigentlich immer die Billigprodukte? Weil ich teuer brauche. Wie war die gewesen? Wer ist die Luxus-Bitch? Ja, wer hatte die teuren Produkte immer? Naja. Also, einmal, ja, kennst du wahrscheinlich an der lilanen Verpackung. Die Melkakuh. Richtig, und er hat die Jaku. So, ja, also, auswiegen. Jetzt fange ich aber diesmal an. Du hast letztes Mal. Okay. Achso, wie viel Gramm solltest du denn haben? 270 Gramm laut Packung. Family-Packung, oder? Die gab es leider nicht mehr in Klon. Du brauchst es immer, naja. Was denn? Nicht, nicht. Ich weiß, was du sagen willst. Das war ein Jungfer, die Frage. Wie packst du Schokolade aus? Oh Gott. Ich mach mal mit Absicht die Seite, damit ich nicht sehe, wie die vordere Seite aussieht. 272. Ja, sie hat 0,2 Gramm mehr. Na denn, so. Dann ist es doch schon mal sehr schön. Pack also, mal wieder ein. Kann man Milka kaufen. Richtig. Also kein Flop-Produkt wie von die Chips. Ich sag jetzt keinen Namen. Ja, ah. wir testen die ja aus. Die sollte 100 Gramm sollte sein. Sehr putzig. Ja. Ist halt keine Family-Box. Problem ist, deine ging richtig schön auf. Ne? Na, deine auch. Die kannst du auch so aufmachen, oder? Achso. Ja. Aber die kannst du wieder verschließen. Ja, deine Packung hier nicht. So, 100 sind gegeben. 100 sind Gramm. Drin. Ha, ich hab mehr Schokolade. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, sieht man auch. Naja, jetzt geht's zum Ausprobieren. Ausprobieren? Testen. Zum Abschmecken. Wir haben jetzt unsere Schüsselchen mit Schokolade. Schoki. Und er hat die so klein geschnitten, immer deine Hand. Dass man einfach nicht erkennt, was es mal war. Was ist? Mit was haben wir an dieser diesmal? Na denn? Stößchen. Das ist die günstige. Es ist die günstige. Definitiv. Ja. Das ist die günstige. Mhm. Mal gucken, was sie sagt. Ja. Das ist die teure. Das zweite. Okay, wir nehmen die hier. Richtig. Die ja! Richtig gerade. Also das zweite ist die teure. Da sieht man es. Da. Nichts drin. Und ich liebe Milka-Schokolade. Die Schale ist leer. Gut, wir gehen zum nächsten Produkt über. Und Dennis, was ist unser nächstes Produkt? Schokokekse. Kekse. Ich hab einmal. Wieder das billige Produkt. Einmal die teuren von Leibniz mit
Vollmilchschokolade und so. Also ich habe hier Rewe beste Schokokeks mit Vollmilch. Also beide in Vollmilch. Und beide mit außen mein Schokolade und unten ist der Keks. Hast du mal geguckt, wie viele Kalorien die Dinger haben? Nee. Was machen wir hier eigentlich? Wir müssen es voll fressen. So, wir wiegen wieder ab. Genau, dazu packen wir es erstmal aus. Ach so, auf der Verpackung steht 125 Gramm. Und alle haben 127 Gramm. Super. Heißt, es sind wieder etwas mehr, als auf der Verpackung steht. Das ist doch. Kommen wir zum günstigen. Das hat auch, glaube ich, 125 Gramm. Genau. Schauen wir mal, was die Hübschen sagen hier. 127. Auch 127. Also bei beiden Packungen ist mehr drin, als eigentlich draufsteht. Genau. Also könnt ihr beide Packungen nehmen. Richtig. Und jetzt geht's ans Kosten. Richtig. Wir haben jetzt unsere Schüsselchen. Wieder voll mit Krümel eigentlich. Ja. Also wirklich, hat er wirklich Krümelchen geschnitten hier. Damit wir nicht erkennen können, was was ist. Und deswegen, wollen wir diesmal unterschiedlich? Du hast die und ich die? Ach, und dann hast du die und du hast die? Genau. Eins, zwei, drei. Was denn? Ich hab die Originalen. Ne, das sind die Originalen. Sicher? Ja. Die haben so einen ganz komischen Nachgeschmack. Ist original die teuren. Also das sind sie. Ich sag das. 3, 2, 1. Ich habe gewonnen. Du hast die Originalen? Echt? Die teuren. Ha! Schon wieder ein Punkt für mich! Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Und los geht's, weiter geht's mit dem nächsten. Genau. Und unser letztes Produkt ist Sprite gegen Zitronenlimonade. Von der Firma Ja, natürlich. Und ich von Sprite. Ja, von Sprite. Eigentlich ist deins auch eine Zitronenlimonade, oder? Eigentlich ja. Also, warte mal, schick hier auf. Zitronen-Limettengeschmack. Weil halt nur einmal teuer und einmal günstig. 1,5 Liter jeweils. Wir können ich nicht auch. Auf die Glasplatte können wir nicht abfinden, also geht's jetzt ans Probieren. Bis gleich. Schön. Wir haben jetzt unsere Tässchen. Richtig. Weil in einem Glas ist es ein bisschen schlecht, wenn das Trinken durchsichtig ist. Genau. Also? Was denn? Achso, ja, welche Seite fangen wir an? Die rechte. Ja, eben. Okay. Immer rechts. Stößchen. Das Schlimme ist, wir dürfen nicht in die Kamera kicken. Beim Kippen, du siehst es, sonst die Punkte. Oh, ich hasse Sprite. Oh. Ich mag Sprite auch nicht. Okay. Das ist die Sprite. Das ist das teure. Also, mein, also das ist hier bei mir das teure Produkt. Bei mir ist das teure. Das erste. Okay, dann denn? Eins, zwei. Ja, ah, richtig. Super. Also die günstige, laut meiner Meinung, hat da einfach mal viel weniger Sprudel. Viel weniger. Ich fand jetzt einfach so einen idyllischen Nachgeschmack. Trink mal nochmal teuer. Also das und danach mal das. Ich finde die günstige einfach viel weniger Sprudel. Nö, das finde ich nicht. Hat der deine schon geschüttelt? Nee, ist das gleiche. Nein. Aber schmeckt halt anders. Ja, nicht lecker. Gut. Na dann, haben wir sie alle durchprobiert? Richtig. Und dann, ja, sind wir fertig. Wir sind am Ende unseres Videos. Genau. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mal was anderes. Richtig. Und ich würde mal meinen, ich bin die Siegerin. Mhm. Die Punkte kommen hier unten hin. Wenn ich richtig mitgezählt habe, wir hatten, glaube ich, 10 Produkte. Echt? Oder 9. Eins von beiden, 10 oder 9. Und ich habe 2 Sachen falsch gehabt. Du hattest ein paar mehr falsch. Aber ist nicht schlimm. Ja, also ich esse, was Süßigkeiten anbelangt, billig. Ich teuer. Man hat es heute gemerkt. Und ja, wenn euch es gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like da lassen. Kostenloses Abo. Einmal hier oben einfach raufklicken. Das ist mein Abo-Zeichen jetzt. Und unter mir und unter dem lieben Dennis sind die letzten beiden Videos verlinkt. Einfach mal raufgehen, wenn es euch interessiert. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.